So, ich bastel hier auf jeden Fall erstmal ein schönes Eckchen rein. Schaden kann es ja nicht. Dann haben wir zumindest erstmal wieder das Let's Play in die Länge gezogen. Ne, kennt ihr ja. Und ich habe wieder 30 Milliarden Euro daran verdient, dass ich jetzt 5 Minuten hier ein bisschen was abbaue. So, das brauche ich da oben eh nicht mehr, den unendlichen Brunnen. Okay, die Pisse, die Pissritze hier kommt noch ein bisschen weg, zack. Und jetzt hier nochmal lang. Ist so ein Wort, das sagt man Frauen gegenüber gar nicht erwähnen, Pissritze. Dabei heißt das ja eigentlich nur, dass ja diese Pissrinne im Herrenklo, die es ja zum Glück nicht mehr so verbreitet gibt. Das war früher immer so, da gab es immer auf Herrentoiletten immer so eine Pissrinne, wo man sich einfach hinstellen und reinpissen konnte und Alter, dann ist da so ein ganz kleines Rinnsal aus, ich sag mal, Wasser geflossen, um abzufließen. Wobei das wahrscheinlich einfach nur Recycling-Pisse war, die da durchgeschlubbert ist. Und das hat immer so gestunken und das war immer so ekelhaft und dann willst du auch gar nicht davor stehen, weil du überall schon diese ganzen, weißt du, diese Abtröpfelpisse siehst du dann auch schon überall. Hilft kein Schütteln und kein Klopfen, in die Hose geht der nächste Tropfen, der letzte Tropfen. Da war es dann nicht die Hose, da hat jeder dann nochmal irgendwie überall hingetröpfelt und auch beim Pissen selbst, der Strahl, man hat ja noch ein bisschen Druck hinter. Dann hast du da quasi so ein kleines Urin-Graffiti überall hingesprüht und dann, wenn dann irgendwie 100 Leute am Rumpinkeln sind, dann sah es entsprechend aus, hat entsprechend gerochen, war einfach, ist einfach ein tolles Erlebnis, muss man dringend mal gemacht haben. Gibt es bestimmt noch irgendwo auf Autobahnen, Raststätten, Klos oder sowas. Bin da jetzt aber kein Profi. Parkplatztreff ist ja nicht so meins. Mag jetzt überraschend kommen, aber... So, zum Glück haben wir... Ja. Zum Glück haben wir da noch die nächste. So, dann haben wir uns hier was Kleines reingehauen. Wir könnten natürlich trotzdem eine kleine Wohnung oder irgendwas reinhauen, aber ich möchte hier nicht schon wieder so eine Holzhütte drin haben, sondern vielleicht auch mal was anderes. Da überlege ich mir nochmal was. Hab auch schon eine Idee, aber ich weiß nicht, die passt thematisch hier gar nicht her. Hab überlegt, ob ich hier vielleicht so... Oh. Ob ich hier vielleicht so Dingensstände hinmachen soll. So Verkaufsstände, aber die passen A mit der Decke hier nicht ganz hin. Und B wäre auch nicht so geil. Nee, vor allen Dingen hier, ne? Hier ist ja auch der Mega-Verkaufsstand. War günstiger. Die Standmiete war günstiger. Ach so. Alter, die Fackel ist da genau vor dir. Was hast du für alte Krüppelarme? Mann. Manchmal muss man sich doch ein bisschen aufregen. Und ich bin ja so geizig, ich will die Fackel nicht verschwenden. Ach so, ich kann die Fackel nicht nehmen, weil das Inventar voll ist. Da fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. So, kann man also erstmal so machen, ne? Dann haben wir hier noch für später was Schönes. Können wir auch ruhig so machen, la. Oder vielleicht machen wir dann hier noch eine vernünftige Wand hin oder irgendwas. Dann können wir hier noch mal irgendeinen Schranz. Wenn ihr eine Idee habt, was da hin kann, ne? Ihr könnt es ja mal einfach schreiben. Einfach mal, wie immer, in die Kommentare ballern. Vielleicht habt ihr eine bessere Idee als ich. Ich habe nämlich momentan gar keine und das ist nicht viel, sag ich mal. Und beim Hühnerspaßbad muss ich das Wigge wieder gegen Cleanstone tauschen. Jetzt momentan natürlich nicht. Ich hatte da unten, glaube ich, auch mal so einen Überwachungsraum. Oder hatte ich das nur in der Kopie? So, die Eier könnte ich eigentlich nochmal abholen. Aber dazu muss ich erstmal... Oh, ich muss ganz dringend mal ein bisschen Knoppers essen. Morgens 8:30 in Deutschland. Einfach mal abschalten. Wichtige Spurenelemente sind beim Kriminalfall immer unerlässlich. So, Schnauzekatze, du bist alleine, du hast keine Freunde mehr hier. Wollen wir das Elend noch mal ein bisschen unterstreichen? Mau, 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 mau. Du hast keine Freunde. Mau, 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 mau. Du bist ganz alleine. Mau, 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 mau. So, und da es jetzt dunkel wird, behaupte ich einfach mal, wir verpissen uns ins Bett. Ich nehme schon eine Stunde auf. Was? Ich wollte 20 Minuten aufnehmen. Scheiße. Ich muss doch ins Bett. Genau wie er hier. Sesamstraße ist um. Verpiss dich ins Grab, wo du hingehörst. Kannst du auch zu deiner Oma mal sagen.
Nee, das ist ja böse. Das geht nicht, das geht nicht. Das ist doch moralisch nicht auf dem Level. Wir müssen ja auch immer ethisch und moralisch sein. Wobei, ich bin ja selber so ein Moralapostel. Ich halte ja selber gerne Werte hoch. Und dann raffen die Leute nicht, dass man auch Randgruppenwitze machen kann und sowas. Das raffen die immer noch nicht. Ich mache seit 2 Jahren Randgruppenwitze über alle. Und trotzdem raffen es die Leute nicht, sobald sie einer Randgruppe angehören. Klingt's genau so wie da eben gerade. So, in diesem Sinne, ihr lieben Randgruppenzugehörigen. Ich mache jetzt wirklich eine Aufnahmepause und wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahme. Frisch wieder Frühling. Und ich gehe jetzt erstmal schlafen, denn das habe ich mir verdient. Ja, 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 ja. Pfleger, die Bettpfanne bitte. Ich hab Stuhl. So, auf jeden Fall, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss. So, herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Abendunterhaltung, hier in einer weiteren Runde von Minecraft. Ich muss zugeben, ich bin gerade ein bisschen unorganisiert. Ich weiß überhaupt nicht, was wir zuletzt gemacht haben, was wir als nächstes tun werden. Ich dachte mir, ich starte mal einfach in die Aufnahme, weil wir müssen ja unbedingt wieder nachlegen. Und jetzt gucken wir noch mal ein bisschen rum, was wir hier überhaupt so alles gemacht haben und was wir als nächstes tun. So, liebe ominöse Person, deute doch mal durch euren Kopfnicken, dass du jetzt d'accord bist mit dem, was wir hier tun. Sehr schön, ominöse Person nickt. Und der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, wer die ominöse Person ist, aber da werden wir natürlich... Och nö. Och nicht schon wieder, ey, diese scheiß Hunde, das gibt's doch gar nicht. Ich will jetzt auch gar nicht so hatermäßig, ich mag ja Hunde und so weiter. Aber wenn die einem immer hinterherlaufen, das ist schon so ein bisschen ätzend. Pass auf. Ich bringe die Hunde mal ganz kurz hier irgendwo anders hin. Und zwar in unser Gatter. Und dann fangen wir mal ganz frivol, fangen wir die Aufnahme an. Denn die Musik möchte mich gerade eines Besseren belehren. Auch wenn die Zombies im Hintergrund wieder sehr laut sind. So, komm. Setz dich mal hin, setz dich mal hin, setz dich mal hin. Das mit den Hunden ist echt ein Problem. Wir müssen die echt mal füttern. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich bin ja nicht so der Hundefütterer eigentlich. Liebe ominöse Person, bist du dann ein Hundefütterer? Antworte doch mal ruhig ins Mikrofon, wenn du magst. Ja, so bedingt, sag ich mal. Echt? Hast du keine Hunde bei Minecraft? Nee, aktuell, in der aktuellen Season so gar nicht. Aber wenn ich welche habe, dann überleben die meistens nicht lang genug, um irgendwie gefüttert zu werden. Aha. Also ich bin kein Hundefütterer, sag ich jetzt mal. Das ist ja ganz komisch. Also ich bin immer so ein bisschen tierlieb. Ich würde die Hunde gerne ja überleben lassen, aber es geht nicht immer. Vor allen Dingen, weil die ständig spawnen, die Drecksäcke. Ja, du sammelst die ja auch wie Tamagotchis. Ja. Also ich benutze die mehr so als Krieger. Als Krieger? Ja, für andere sind die ja nicht wirklich gut. Als Commander-Krieger quasi? Nee, als das eher wenig. Achso, ich dachte vielleicht, dass die Hunde bei dir Commentaries machen oder so. Ne, die sind eher dafür da, andere zu töten. Ach, töten. Ne, töten ist nicht meins. Ich versuche ja auch mit den Zombies immer so ein bisschen so ein Übereinkommen zu treffen. Aber das Problem ist, ich spreche die Sprache auch selten. Ne, wenn ich irgendwie mit einer anderen Lebensform nicht irgendwie die gleiche Sprache spreche, dann muss die gleich dran glauben. Ich bin da sehr irgendwie aggressiv. Also ich muss jetzt darauf achten, dass wir quasi die gleiche Sprache sprechen. Ja, das wäre ganz wichtig, sonst... Das gehe ich 1,5 Meter nach links und dann musst du dran glauben. Also ein bisschen türkisch am besten. Fuck. Moment, was darf ich überhaupt sagen? Ja, ja, fuck. Also, fuck ist ja ein Fakt. Ist ja die Abkürzung für Fakt, das wissen wir alle. Fuck you. Genau. Damit möchte ich sagen, dass du bitte Fakten verwenden sollst und genau. Ich nicht türkisch bin, sondern höchstens niederländisch. Du bist niederländisch? Ja, ich bin so einem kleinen Anteil niederländisch. Ach, das wusste ich gar nicht. Deswegen trägst du auch ein oranges Trikot gerade. Ich war verwirrt. Und orange Socken vor allen Dingen. Ich finde die immer ganz wunderschön. Ich war ganz kurzfristig verwirrt, aber das ist mein normaler Geisteszustand, wie du ja vielleicht weißt. Aber gerade der Nachname, oh, das hast du ja wundervoll gemacht. Ja, ich bin Pro-Gamer. ich kenn da noch so einen. Ja, ich glaube auch. Scheiße, was habe ich nie gemacht? Ach, Treppen habe ich hier gemacht. Ist natürlich ganz grausam. Hier muss ich die Treppen erstmal rausreißen, weil das sieht alles schäbig aus. Du verfolgst das Let's Play natürlich auch mit Argus-Augen, ne? Jede Folge 20 Mal. Und ja. Damit will ich sagen, keine Folge 0 Mal. Keine Folge 0 Mal ist natürlich auch ein größeres Kompliment. Ist doppelte Verneinung im Sinne von alle Folgen 1000 Mal. Genau, wie findest du die Musik eigentlich? Du bist ja auch mehr so der ruhige Typ, ne?
Ja, bei uns im Let's Play schon. Aktuell werde ich in der Season leider viel zu sehr gemobbt. Das heißt, irgendwie die dunkle Seite wird bei mir krass herausgeholt. Ich bin in dem Sinne ein bisschen wie der Hulk. Also, wenn ich nicht gemobbt werde, dann bin ich total nett und lieb. Aber wenn mir jemand auf die Eier geht, dann hole ich die harten Geschütze raus. Das heißt, ich sollte dir besser nicht auf die Eier gehen gerade. Ja, aber das machst du ja eh nicht. Du bist ja der total der liebe Mensch. Ja, natürlich. Das haben wir ja gerade schon festgestellt auch. Was ich ganz interessant fand, wo ich am liebsten am Anfang direkt eingeschritten hätte. Ja, warte mal, ich mach mal ein anderes Lied an. Das ist gerade zu laut. Damit hört man unser interessantes Zwiegespräch gar nicht. Final Fantasy hier, komm. Mach mal lieber mal Theme of Love. Ist ja genau unser Ding auch. Oh, Erik. Gronkh. Ja, lass uns mal ein bisschen kuscheln gleich. Das können wir nach der Aufnahme machen. Wie auch schon vor der Aufnahme. Jetzt sieht das auch noch beschissen aus, weil mir die Treppen fehlen. Das sieht wirklich nicht besonders gut aus. Aber du hast die ganze Chose gestartet mit, ich weiß gar nicht, wo ich bin und was ich getan habe und was ich tun muss. Dass ich aus meiner Perspektive zumindest ein relativ häufiges Problem von Let's Playern, weil viele ja gar nicht checken, dass man so ein paar Aufnahmen hintereinander direkt macht und dann aus Zeitgründen so ein paar Aufnahmen oder ein paar Tage aussetzen muss und dann die Aufnahme, was weiß ich, 7 Tage später mal wieder startet. Ja. Wobei es für den Zuschauer natürlich nur einen Tag Unterschied gibt. Also von jetzt auf gleich ist die Aufnahme direkt da, obwohl es für uns, die Leute, die aufnehmen, eine deutlich längere Zeit ist. Und dann ist man schon mal häufiger irgendwie verwirrt und sagt so, ja gut, ich habe jetzt irgendwie gerade 5 Projekte am Laufen und ich habe gerade das gespielt, aber jetzt in diesem Projekt, was habe ich denn gerade überhaupt gemacht? Das stimmt, vor allem, weil du teilweise auch 2 Wochen dazwischen hast oder sowas und dann weißt du echt gar nicht mehr, was habe ich da gemacht, was sind meine aktuellen Themen, was muss ich überhaupt machen? In der größten Not, ja gut, 2 Wochen haben wir, glaube ich, seltenst, aber ja, selbst wenn es nur eine Woche ist, mein Gedächtnis ist leider schlecht genug, dass ich da häufig vor dem Schlauch stehe und ich weiß so, auf dem Schlauch, nicht vor du stehst vor dem Schlauch. Ja, vor dem Schlauch, ich lass mich gerne bespritzen. Okay, lass mir das. Was? Also gartenmäßig jetzt natürlich. Ja, selbstverständlich. Wasser im Sommer. Nee, schön. Fängt er gut an hier. Definitiv. Nee, aber dass man dann wirklich so am Überlegen ist, so, was zum Teufel hast du eigentlich zuletzt gemacht? Man will sich das ja auch eigentlich im Grunde nicht anmerken lassen. Man möchte ja eigentlich nicht die Aufnahme starten mit, oh Leute, ich weiß überhaupt nicht, was ich zuletzt gemacht habe, sondern man möchte eigentlich starten mit, so, jetzt hier, das haben wir zuletzt gemacht und das möchte ich jetzt machen. Boah, und so weiter und so fort. Du wirst lachen, aber das mache ich irgendwie, na geil, das mache ich irgendwie ständig, dass ich nicht weiß, was ich zuletzt gemacht habe und fange dann irgendwas ganz anderes an, vor allen Dingen auch baustellenmäßig, habe ich echt das Problem, dass ich nie so recht weiß, was ist eigentlich gerade up to date. Ja, okay, ich finde, okay, Minecraft könnte da vielleicht noch vielleicht ein besseres Beispiel sein, aber wenn man so ein richtig storygetriebenes Spiel gerade spielt, meinetwegen gerade Halo oder welches Spiel auch immer, dann ist das ein bisschen schlecht, wenn man gerade denkt so, was ist denn jetzt gerade zuletzt passiert? Bei Minecraft ist ja so, man kann machen, was man will, da kann man auch gerne mal sagen, so, keine Ahnung, was ich zuletzt gemacht habe, ich meine jetzt einfach mal das, worauf ich Bock habe. Ja. Aber wenn man der Story hinterherhängt und dann nicht weiß, was gerade passiert ist, dann ist das scheiße. Das heißt, da muss man ein bisschen drauf achten. Der gute Let's Player, der weiß immer, was er zuletzt gemacht hat, sag ich jetzt einfach mal. Gut, ich bin kein guter Let's Player, das würde ich mir auch nie rausnehmen. Ich bin immer so ein bisschen mit dem Kopf in den Wolken irgendwo und ich weiß immer nicht so genau, was habe ich gerade gemacht und was muss ich jetzt überhaupt machen. Macht ihr euch eigentlich Play? Also ich muss mal natürlich ganz kurz dazu sagen, hallo Pete Smeed übrigens. Ja, ne? Hi, Gronkh. Ist total geil, dass wir jetzt mal hier das irgendwie zustande gebracht haben. Das ist für mich echt so, wie man sagt, das ist so ein innerer Reichsparteitag. Alter, ich pack die Fackel wieder ein. Ja, nee, das hat unser alter Geschichtslehrer. Was ist das denn schon wieder? Das sieht ja total daneben aus. Das ist extra, ich hab zu viel. Wie bei dir zu Hause. Ja, aber echt, ich hab nicht aufgeräumt, sieht auch immer so aus. Was ist das denn, Strange? Ich glaube, das liegt aber am Dingens. Ich würde auch sagen, es liegt am Dingens. Eventuell liegt es auch am Bums. Also das ist die Alternative. Nee, das mit dem Bums klappt ganz gut. Das Dings ist immer so eine Sache, wo ich Probleme habe. Ah, das werde ich mir merken. Das ist ja... Alter Schwede, das sieht ja fast aus wie bei der Sie. Das müsste man jetzt verfolgen, um den Witz zu verstehen. Aber okay, lassen wir diese Insider, weil... Ach, willst du wieder Werbung machen, natürlich, ganz klar? Ja gut, wer der Sie mag, ne, hier auf unserem... Scheiße. Nee, kann man da machen. Ihr spielt das ja auch mit Vergnügen, das Daisy, ne?
Ja, ohne Scheiß, ich finde, nach Minecraft ist das so ziemlich das spannendste Spiel, was in unserer Welt erschienen ist. Aus sehr vielen unterschiedlichen Gesichtspunkten, aber Minecraft hat so ein bisschen den Ruck durch die Welt gebracht, aus vielen unterschiedlichen Gründen, und der See meiner Meinung nach aus vielen anderen unterschiedlichen Gründen, und das ist fast auf einer Stufe zu stellen. Also ganz, ganz interessantes Projekt meiner Meinung nach. Weiß ich gar nicht, wir haben das mal ausprobiert und irgendwie festgestellt, naja, eigentlich war es noch zu buggy, muss man sagen. Oder wir waren einfach zu blöd. Ja, Minecraft war ja nie buggy oder irgendwie eine Minecraft Alpha-Version. Ist ein sehr ausgereiftes Produkt, ja, wo es einfach definitiv gar keine Bugs gibt. Ich habe mich auch noch nie drüber aufgeregt oder so. Es ist selbstverständlich ein komplett anderes Spielgefühl. Aber es hat sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Es ist erstmal kostenlos auf den Markt gekommen. Man kann es ausprobieren, wenn man möchte. Gut. Minecraft war doch nie kostenlos. Minecraft war am Anfang. Ja, na gut, aber in der ganz Pre-Alpha, sagen wir mal. Ja gut, aber der See steckt auch noch in genau der. Na gut, das stimmt. Da kann man nichts sagen. Alter, ich habe ja noch so uralte Klötze, die teilweise mit der Spitzhacke abgebaut werden müssen. Ich finde total den Effekt geil, wenn es jetzt dunkel wird. So, dass es erst so orange wird und alles. Ist schön, ne? Was ist das für ein Mod? Eigentlich gar keiner. Okay, dann habe ich mein Minecraft total scheiße eingestellt. Ich kann dir dabei helfen, ich als alter Shooter-King, nee, hier Pro-Gamer. Ohne Witz, Shooter-King, hammergeil. Fand ich das Lied mag nicht gerade die höchsten Produktionskosten gehabt haben, aber sehr viel Wahrheit drin. So ein bisschen Selbstironie und ein bisschen vor allem Ironie auf YouTube hat nie geschadet. Sehr, sehr schönes Ding. Ach, vor allen Dingen eine Minute 40, und ich muss sagen, ich habe mehr gelacht, als ich da aufgenommen habe. Kann ich nachvollziehen. Ich habe auch mehr gelacht, als ich zugehört habe. Ja, das stimmt, aber du hast das ja erst einmal gerade eben schnell gehört. Ja, das stimmt. Wo hier gerade um 1 Uhr morgens, nee, 2 Uhr morgens ist jetzt schon, ne? Es ist ernsthaft schon 2 Uhr morgens. Da kann man sagen, wir haben gerade noch beisammen gesessen, da war gerade ein Creeper, haben gerade beisammen gesessen und noch ein bisschen Milch gepichelt. Kann man ja... Milch ist sehr lecker, kann ich jedem empfehlen. Ja, war jetzt auch nicht... Stärkt die Knochen. Das stimmt, meine Knochen fühlen sich auch gerade sehr stark an nach so viel Milchkonsum. Alle. Natürlich, alle. Vor allen Dingen. Schwede. So. Die anderen Knochen. Nee, komm, ich mache jetzt keine Brokeback-Witze. Das geht nicht. Das hatten wir heute schon mal. Ich habe leider vergessen. Ja, das darfst du jetzt nicht sagen. Nee, okay, Alter. Vergessen wir das. Das geht nicht. Jedenfalls, der See, ganz, ganz interessantes Projekt. Das wird auch noch in einem Jahr ganz, ganz heiß sein. Genauso wie bei Minecraft am Anfang. Noch relativ wenige Leute, die so richtig daran geglaubt haben, aber der See wirklich ganz spannend. Also meinst du, wir sollen damit anfangen und euch dann Konkurrenz machen? Nee, Moment, so. Ich rede ja gerade mit Gronkh. Also der See ist total scheiße, das sollte man niemals spielen und uns definitiv nicht irgendwelche Views klauen. Okay, na gut, das verstehe ich natürlich gut. Okay, also das nächste Projekt, Daisy, ganz brandheiß, haben wir als Erste und auf dem Schirm. Ja, total, als Erste vor allen Dingen. Ja, ihr macht voll Gronkh nach, ey. Ich finde es total geil, dass wir da hier so ganz locker darüber quatschen können. Ja, das finde ich auch super. Ich freue mich echt, dass du heute hier bist, muss ich mal sagen. Ich freue mich auch echt, dass wir uns so gut verstehen. Kennengelernt, kann man sagen, darf ich das sagen, dass wir uns auf der Far Cry Party kennengelernt haben? Ja, ich würde sagen schon. Also das ist kein Geheimnis. Also ich mache daraus zumindest kein Geheimnis. Nee, ich auch gar nicht. Und ich freue mich auch, dass wir uns so super verstehen. Ich mag das auch ganz gerne erklären. Also wir waren ja zu Gamescom zum allerersten Mal, weil wir mittlerweile mit unserem Kanal schon ein bisschen größer geworden sind als noch vor ein paar Monaten, zu einer Publisher-Party eingeladen, und zwar von dem guten Publisher Ubisoft, der witzigerweise mal den Let's Playern gar nicht mal so nett gegenübergestellt war. Ja, die haben früher, die Kritik muss man sich gefallen lassen, die haben ja früher auch Let's Play-Channel gesperrt wegen Assassin's Creed Let's Plays. War natürlich alles in der Gründerzeit, bevor die Publisher auch gesehen haben, welches Potenzial in Let's Plays steckt, muss man mal ganz objektiv festhalten auch. Ja, das war ein bisschen, da hat man den, also die hatten nicht die Weitsicht, die man so einem Publisher gerne unterstellen würde, aber gut, mittlerweile sind sie auf dem guten Stand, sage ich jetzt mal. Also sie haben sogar uns eingeladen zu ihrer total exklusiven Far Cry Party. Ja, das will doch was heißen. Ja, zur Gamescom-Zeit, wenn wir sogar eingeladen werden. Ja. Das ist ja produktiv. Wow. Gerade. Auf jeden Fall war das da total witzig. Wir haben ein paar Leute von Gamester getroffen, bei denen ich ja Praktikum gemacht habe. War richtig schön über die alten Zeiten gelabert. Aber als ich dann pinkeln musste... Dieser gute Urin, der hat mir total viel geschenkt in meinem Leben. Der Urin wieder. Ja, das ist der Wahnsinn. Urin ist wie Uran mit I. Hat immer so ein bisschen Halbwertszeit, bis der abklingt. Deswegen muss man ihn schnell loswerden. Ja, ist auch sehr viel wert und sehr gefährlich. Urin ist gefährlich?
Ich muss jetzt sagen, ich kenne deinen Urin nicht. Ich verfolge deine Let's Plays nicht so inständig, dass ich deinen Urin jetzt kennen würde. Das ist auf jeden Fall nicht wie Brams Urin. Nee, das ist ja. Alter, was der für einen Druck auf der Nudel hat, das ist mir unverständlich. Ich habe noch nie so einen Nanosekunden-Pisser gesehen. Aber darauf wollte ich gar nicht nach. Du wirst beschossen. Ja, das ist normal. Das sind Hater.